Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X 2D Perfect Game. Hier immer noch in nicht mehr Last Mission, sondern endlich dem zweiten Durchlauf. Ich habe ja gesagt, ich livestream das Ganze, schneide dazu nochmal eine Zusammenfassung, dass ihr halbwegs nachvollziehen könnt, was ändert sich, was bleibt. Muss ich das überhaupt machen als normaler Spieler? Und da ist die Antwort ganz klar nein. So, ihr müsst das nicht machen. Das ist nur für die also entweder ist es für jemanden, der das Spiel nicht wirklich gut kann, ja, der das Kampfsystem nicht unbedingt hundertprozentig verinnerlicht hat, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise ist es für solche Leute, die, ja, so wie ich halt, lieber auf Nummer sicher gehen. Oder beziehungsweise, ne, ihr wisst, was ich meine. Also man muss es eigentlich nur machen, um wirklich nochmal mehr Equipment zu bekommen, denn man bekommt auf diesem Wege relativ einfach, also sogar sehr einfach, ja, das war mal so eben nebenbei erledigt, nochmal die ganzen Sachen, die man schon hatte, eben nochmal, zum Beispiel halt auch Iron Duke, Rapidringe, Katzenjammer auch nochmal, ja, ist alles sehr praktisch für bestimmte Sachen. Und genau, das ist eben der größte Vorteil davon. Die Sache ist, man macht es eigentlich, oder ich habe es zumindest eigentlich gemacht, für das Blitzball-Minispiel, ne, da gibt es dann was man eben nur freischaltet, wenn man, und da streiten sich eben die Geister, oder wie auch immer. Man muss dafür eine Zwischensequenz sehen, oder beziehungsweise eine Endsequenz sehen, und da wird nirgendwo genau spezifiziert, was für eine Endsequenz. Es wird gesagt, der Tidus-Abspann, damit ist meines Erachtens halt eigentlich das gute Ende gemeint, das heißt da, wo Yuna mit Tidus und so in Arm fällt und besät, alles super, yay, großes Volksfest, in Anführungszeichen, ja. Das ist so der Tidus-Abspann eigentlich. Es gibt ja noch einen schlechten Tidus-Abspann, ja, wo im Abyssum sie umarmt und bla und weg. Und dann gibt es ja noch das perfekte Ende und das machen wir jetzt halt hier mit. Einfach, bietet sich halt an. Alles schick, alles toll. Ja. Ne, so ist das halt. Liegt auch einfach daran, oder ich mach's halt einfach deswegen, weil im dritten Durchlauf spielen wir das Spiel anders durch und das ist, ach, das ist mit so nervig ohne super Equipment. Deswegen halt, das ist so die Hauptursache für den zweiten Durchlauf eigentlich. Auch wenn ich im Livestream, glaube ich, noch was anderes gesagt habe, aber wie gesagt, ich war mir nicht ganz sicher hier, wie das ist mit dem komischen Tidus-Abspann. Da habe ich lieber das perfekte Ende, denn in der Ausarbeitung hatte ich nie das Glück anscheinend, dass ich diesen Preis mal angezeigt bekommen habe. Ja. Also, ich weiß nicht, ich muss Pech gewesen sein, denn den normalen Tidus-Abspann hatte ich da schon und ja, gut, Pech. Keine Ahnung. So, also wir spielen das durch, um Zeug zu sammeln. Wir sammeln Zeug, das heißt, man kriegt alle Kostümsphäroide, die man bekommt, hat man wirklich zweimal. Wenn ihr das Spiel jetzt anfangt, habt ihr die erste Mission in Luca fertig, guckt euch das Ganze mal an in der Kategorie Kostümsphäroide, dann seht ihr dann so, oh, ich habe ja, beziehungsweise in hier Kostümpalette, da mal was einrichten will, dann so, oh, ich habe ja zweimal Schütze, zweimal Krieger, zweimal, was hat man noch? Dieb. Genau. Und so eben, wenn ihr irgendwas abschließt und dann Kostümsphäroide bekommt, habt ihr das dann eben zweimal. Wenn ihr es nochmal durchspielt, habt ihr das dann dreimal. Wenn ihr es nochmal durchspielt, habt ihr das dann viermal und so weiter. Also theoretisch müsste ich das 99 Mal durchspielen für ein wirkliches Perfect Game. Werde ich nicht machen. Aber ich weiß, dass man es theoretisch machen müsste für ein Perfect Game. Gut. Was haben wir jetzt zu sagen zum ersten Kapitel? Ich mache es ja so kapitelweise wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, dann ist das sehr passend mit den Folgennummern, dass Folge 101 dann eben die erste vom dritten Durchlauf ist. Geschickt, oder? Ja. Also sagt für mich jetzt mal so ja. Gut, was müsst ihr, oder was solltet ihr anders machen, wenn ihr diesen zweiten Durchlauf mitmacht? Fängt damit an, dass man natürlich locker flockig in Luca erstmal wieder alles machen muss, was man machen muss, um eben auf die Celsius zu kommen, ja. Also könnt ihr auch die Gegner jetzt locker flockig mit Bomben weghauen, also S-Bombe, M-Bombe, L-Bombe, je nachdem, was ihr eben noch habt aus dem ersten Durchlauf, denn man behält das eben alles. Man behält Gil, man behält Kostümsphäroide, Kostümpaletten, Items. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen und ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Also man behält im Prinzip alles, Accessoires halt auch und so weiter. Die könnt ihr aber noch nicht anlegen am Anfang, denn das Spiel fängt ja damit an so, hä, du hast keine Kostümpaletten, weil das Spiel sagt, du kommst zuerst von LeBlanc. Und ja, Equipment halt auch nicht, weil Baum. Die laufen halt nackig rum, die Mädels. Keine Ahnung, es macht keinen Sinn eigentlich. Naja. So, dann kommt ihr eben dann auf die Celsius, könnt ihr euch ausrüsten, erstmal wieder alles einstellen, wenn ihr irgendwas umgestellt hattet, also
ne, ATB-Geschwindigkeit auf langsam ist zu empfehlen, da man jetzt mit Iron Duke halt unheimlich schnell ist. Also so schnell, dass man damit einen Vorteil gegenüber den Gegnern hat, wenn man das auf langsam stellt. Und ja, ansonsten alles so, wie es gehabt ist. Ne? Einfach so bleiben. Ja. Das muss ich selber überlegen, wo es weiterging. Gagazet natürlich, dann die Hauptmission erstmal wieder machen. Wenn ihr wollt, auch mit Mr. Shank hier in Quartieren nochmal ausruhen davor, aber im Prinzip einfach Hauptmission machen. Da je nach Belieben alles einsammeln oder eben nicht. Die Bori-Spinne kloppt man eben schnell weg durch Iron Duke, so wie auch jeden anderen Boss bis zum dritten Kapitel oder so. Ne? So ein Iron Duke in der Kiste, in der Beutekiste ist halt schon Gold wert. Und da wisst ihr dann, wie es mit Zweien ist. Das ist dann Unbesiegbarkeit. Ja. Und dann natürlich hier wieder Celsius. Und dann ist halt das Wichtige, dass man erstmal wieder zur schnellen Ebene geht. In der schnellen Ebene wieder das PR-Duell annimmt. Am besten dann eben wieder Silberling GmbH. Im ersten Durchlauf haben wir die Blauling GmbH genommen, wo man dann eine Kostümpalette bekommt. Und so ist es auch nochmal bei der Silberling GmbH, wenn man die Silberling GmbH. Das ist ein komischer Name, oder? Silberling. Ja, jedenfalls, wenn man dann die eben unterstützt mit PR-Duell, ja, aufpusht, dann bekommt man eine andere Kostümpalette. Und die holen wir uns jetzt einfach schon, weil im dritten Durchlauf kann man sich die zwar nochmal holen, aber macht halt keinen Sinn, denn Kostümpaletten kann man nicht doppelt haben. Hat auch keinen Sinn, obwohl es hätte einen Sinn. Aber naja, es hat keinen Sinn. Also, das Spiel sagt, es hat keinen Sinn, aber es hätte einen Sinn. Ja, hätte es. Gut. Schön, dass ich das noch geklärt habe, dass eine Kostümpalettensammlung einen Sinn hätte, also mehrere vom gleichen Typ, aber egal. Naja, so, im Besaid dann natürlich Hauptmission erledigen, mit allem drum und dran, also diese vier Nummern sammeln, beziehungsweise drei reichen, dann einfach eine erraten, wie es in den Speedrun gemacht wird. Und alle möglichen Kisten sammeln, mit allem drum und dran, und natürlich ans PR-Duell immer denken. Also wenn ich hier irgendwas nicht erwähne, ne, ist einfach immer nachzuschauen, in dem normalen LP. Aber halt PR-Duell, was halt auch die Nummern sind, am besten einfach nachschauen. Oder er ratet und macht es dann beim dritten Durchlauf mit. Ich mache ja am dritten Durchlauf eh nochmal PR-Duell mit. Muss ja. Indirekt. Gut. So, was habe ich vergessen? Nix. Geht dann ganz normal weiter mit Killika, ne? Auch da wieder Kisten sammeln, PR-Duell. Luca natürlich auch. Dann die Mofi-Szene. Also die Mokri-Kostüm-Szene mit den Ballons. Ja, Kisten sammeln und so weiter. Gegebenenfalls auch noch ein paar Elbet-Lexikas bekommt er mit, aber das macht er dann im Prinzip. Ich überleg gerade. Nee, ich glaube, die habe ich schon vollständig, ne? Ja, hab ich. Hatte ich schon. Habe ich durch die Ausgrabung vollständig bekommen. Ihr wahrscheinlich auch. Bekommt man relativ schnell vollständig. So. Ja, im Prinzip läuft man dann eben ganz normal nochmal durch, so wie ich es eben schon gesagt habe, wie im ersten Durchlauf. Also ganz normal Mierenstraße mit PR-Duell und Kisten einsammeln, Funguspass, genauso halt auch wieder bis zum Hauptquartier durchlaufen, Poposphäroide nicht vergessen, wenn ihr das mitmachen wollt. So, was noch? Josei-Tempel natürlich, die Empfehlung für Bicanel holen. Dann Illuminum durchlaufen, Mission machen von dem hier netten kleinen Kollegen, die Hypello-Mission, wo man eben den Hypello bewachen muss, vor Banditen schützen muss. Ja, ist halt alles das ganze Mal durchspielen eben. In Guadu-Salam gibt es eben wieder nur PR-Duelle zu erledigen, Donnersteppe halt auch nichts Besonderes, einfach nur die Kisten einsammeln. Und Makalania-Wald hat man eben wieder diese zwei Sachen, einmal diese Waldbewohner, einmal Owaka, den halt wieder retten. Der ist übrigens bloß noch bei 1000 Schulden, 1000 Gil. Mehr hat er nicht mehr an Schulden. Ich weiß nicht, warum die das so runterschrauben ab dem zweiten Durchlauf, wenn man die Mission schon mal gemacht hat. Aber ja, 1000 Gil Schulden, das ist halt, ne, da lacht man eben halt kurz drüber und dann ist es weg. Und dann holt man sich es mit einmal Gil-Cheat in Anführungszeichen wieder zurück im Zweifelsfall. Aber 1000 Schulden, das ist nicht mal ein Kampf im Kapitel 5. Naja. So. Bicanel halt, wenn man möchte, ein paar Ausgrabungen machen. Im Prinzip geht es erstmal nur darum, die Empfehlung eben vorzuzeigen, damit man eben die Story vorantreibt und so weiter. Bivel kann man sich, oder kann man eben nicht, sich noch das Diadem von Bearwalei holen, aber zumindest die Zwischensequenz kann man sich ja nochmal angucken. Ich meine, schade ja eigentlich nicht. Wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendwie nicht 99% hattet im letzten Durchlauf, dann habt ihr irgendwas vergessen, dann müsst ihr eben nochmal alles machen. Wahrscheinlich, ja, kann passieren.
ne, dann habt ihr eben Pech. Das ist wirklich so. Man kann nicht nachvollziehen, was man schon gemacht hat und was nicht, außer man guckt sich sein eigenes Gameplay an, was bei euch wahrscheinlich schwierig ist. Gut. Dann, ja, der Gagazett halt wieder diese Fragen beantworten oder diese Antworten geben an die Ronzos, wie immer bei der jungen Dame, jungen Ronzo-Frau bei Kimari, immer die erste Antwort und bei den ganzen anderen Ronzos eben immer die zweite Antwort. Nicht vergessen den Kollegen, den ihr mit dem Teleport Gagazett nahe Astramasse erreicht, der eben in der Höhle ist. Vergisst man sehr leicht. So. Xena kennt dann halt die zweite große Hauptmission des Kapitels. Auch da einfach wieder durchlaufen, alles mit dem, was ihr könnt. Und am Ende eben den Schutzgardisten besiegen, der halt kein Boss mehr ist, sondern einfach nur ein normaler Gegner. Den muss man auch, glaube ich, sogar im Oversoul besiegen, weil es wirklich ein normaler Gegner ist. Genauso wie den Bossgegner von Kilika, zu dem wir jetzt gleich kommen. Ne? Der Typ Zero oder Typ Zero. Eben dieser komische Ruin-Roboter-Dingens. Teil. Ja. Auch da nicht die Nest-Upgrades vergessen in dem Kapitel. Ansonsten, in dem Abschnitt. Und ansonsten wäre es das eigentlich schon. Ja, das war Kapitel 1. In kurzer, zügiger 5 bis 6 Minuten Zusammenfassung, wenn ich jetzt mein Gequatsche vorher abziehe. Also wie gesagt, ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt. Aber nur damit ihr wisst, was ich getan habe und warum ich es getan habe. Also mir geht es jetzt im Nachhinein im Prinzip geht es mir hauptsächlich darum, dass ich mehr Equipment habe. Und umso mehr wir im Voraus haben, überhaben vor allen Dingen auch, umso mehr sind wir auf dem dritten Durchlauf, der durchaus sehr grindlastig ist, sind wir da vorbereitet. Darum geht es eigentlich. Und es kann nicht schaden, wenn man alles jetzt zweimal macht. Zumindest, wenn ihr nicht alles machen wollt, dann macht halt wenigstens den Bivel, Sub-Bivel Dungeon im letzten Kapitel nochmal mit. Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, wegen dem Iron Duke. Das ist das mächtigste Accessoire im Spiel, das sollte man schon, wenn es geht, nochmal mitnehmen. Auch wenn das eben bedeutet, dass man 100 Ebenen durchgrinden muss, die aber jetzt halt einfacher sind, weil man ja schon den ersten Iron Duke hat. Ja. Deutlich einfacher. Ich habe dann teilweise echt lustige Strategie gegen die Bosse angewendet. Naja. Mal gucken, ob ich da irgendwas reinschneide dann. Naja. So, das habe ich ganz oft naja gesagt und immer noch nicht aufgehört. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Ihr müsst es nicht machen. Ihr könnt es machen. Ihr solltet es vielleicht sogar machen. Dann wird es halt, wie gesagt, einfacher. Gut. Naja, ne? Das habe ich nochmal naja gesagt. Und das soll es gewesen sein von diesem Kapitel. Das zweite Kapitel machen wir in der nächsten, ja, letzten Talkrunde würde ich fast sagen, oder im nächsten Zusammenschnitt. Dementsprechend macht's gut, bis dahin und tschüss. I finally found you. Is that really you? It is me, Shuyin.